Leute, wir wurden heute von Easy eingeladen, uns in der Nacht zu treffen. Und jetzt ist natürlich die Nacht angebrochen. Jetzt müssen wir schnell zu Easy. Wir dürfen sie nicht warten lassen. Nicht, dass wir das vergessen haben. Oh, zack, zack, zack. Die Sonne ist schon ziemlich krass untergegangen. Oh, das Ben. La-di-da-di-da-di-da-di-da. Oh Gott. Eine Hexe. Uiuiuiui. Hallo? Hey, hey, ich bin vergiftet. Hilfe! Hilfe! Ich sterbe! Elina! Was? Eine Hexe greift dich an! Ich helfe dir! Aua, 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 aua! Aua, aua, aua! Ich hab ein halbes Herz! Ich hab ein halbes Herz! Du hast ein halbes Herz! Oh nein, 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 nein! Ich hab mich selbst vergiftet! Nein! Ich geb zu! Ich bin's! Easy! Easy, Hexe, Reezy! Ja, ich sehe da auch keinen Unterschied, aber ich bin wirklich. Ich, lebst du noch? Ich habe mich gerade, ich bin so eine schlechte Hexe. Ich habe mich selber vergiftet. Du bist Hexe in Ausbildung. Ja, ich, guck mal, bei Banks ist es ganz gefehlt und bei dir ist es jetzt schon ein bisschen besser gewesen. Hast du mich gleich erkannt? Bitte sag nein. Hast du mich? Ein bisschen. Nein, woran denn? Sag mir, was ich besser machen kann. Ich habe dich bei Ben schon gesehen. Aber du wusstest nicht, was ich vorhabe. Erst, als du mich gesehen hast, oder? Ja, das stimmt. Ich dachte, nicht wir machen ein geheimes Meeting oder so. Naja, wir haben... Ich habe auch noch ein Geschenk für dich. Hm? Welchen möchtest du haben? Ich kann dich mit dem oder dem abwerfen? Den grün. Ich will den abwerfen. Warte, grün? Keiner davon ist grün, Elina. Ach so, der sieht mir so grün aus. Vielleicht habe ich auch eine Schwäche. Der da. Nee, warte, der andere. Da, okay. Der andere. Der andere vergiftet dich nochmal vor anderthalb Minuten. Willst du das wirklich? Nein, dann nehme ich doch den anderen. Dann doch den, oder? Bitteschön. Dankeschön. Weiß Gambo von meinem Vorhaben, so gehe ich bei dem nochmal vorbei. Ich glaube nicht. Ich glaube, der gerade nix. Möchtest du dich auch als Hexe verkleiden und mitkommen? Ich habe nur ein paar Tränke übrig. Ich habe, glaube ich, keine Hexe. Das ist das Problem. Nein, du hast noch keine... Ich kann eine Spinne sein. Oh, doch, ich habe eine Hexe. Ich habe eine Hexe gekillt. Ja, dann sind wir beide Hexen. Siehst du meine Warze? Okay, pass auf. Ich sehe, du hast eine wunderschöne Warze. Mann, oh, Mann, Mann, sieht die stark aus. Guck mal. Du kriegst hier mal ein paar Tränke von mir. Wow, easy. Und dann kannst du mir helfen. Ja, ich bin voll voll. Oh Gott, oh Gott. Du bist voll voll? Dein Inventar ist voll. Ja. Oh nein. Okay, warte, einen kannst du mir zurückgeben. Das passt. Dann gehen wir jetzt Gambo erschrecken, ja? Ja. Okay, komm jetzt. Weißt du zufällig, wo der sich versteckt heute Nacht? Entweder in dieser wunderschönen Vollmondnacht. Entweder. Zwei Hexen. Entweder, ja. Entweder er ist jetzt am Angeln oder er ist in seinem Haus. Angeln. Also vorhin war er. Lass uns doch mal in seinem Haus schauen, oder? Mhm. Na, ja, weil das ist halt hier in der Nähe. Da ist er doch. Da ist Gambo. Okay. Aber wir müssen jetzt leise sein, ne? Wir dürfen nicht reden. Ja. Sonst hört er uns. Ja. Okay, dann komm mit. Elina, ich glaube, er ist gerade AFK. Lass ihn angreifen. Ey, aua, 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 ich bin am Meditieren. Wir sind Hexen. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Ich muss weg. Oh. Gambo, Gambo. Das ist nicht super absurd. Gambo, bitte steh wieder auf. Ich muss ihn wiederbeleben. Oh mein Gott, hast du einen Heilungstrank? Elina, hast du einen Heilungstrank? Ich habe keinen Heilungstrank, aber wir sind Hexen. Wir können Magie machen, okay? Okay. Ich stehe auf. Erwache. Hokus Pokus. Dreimal schwarzer Kater. Elina, jetzt du. Fuck. Habada. Mit Tortellini. Was macht ihr da mit mir? Gambo. Oh, der ist wieder da. Es hat geklappt. Nein. Ja, es oh mein hat geklappt. Gott. Er lebt wieder. Mimi. Gambo, möchtest du uns unterstützen? Okay. Willst du auch eine Hexe werden? Ja. Wir können alle Hexen sein. Hexenalarm. Oh, nimm das! Wenn du uns angreifst, dann wirst du unsere Macht zu spüren bekommen. Ich bin eine Hexe mit Armor. Ich hab hier die dicke Bertha. Hey. Ich wäre vorsichtig. Ich würde mich nicht mit drei Hexen anlegen. Gambo, jetzt verwandel dich auch endlich mal. Los, also, ja, warte. Gambo, jetzt los. Wir müssen in der Tür sein. Ja. Was haben Sie denn im Angebot, der Händler? Was für ein Händler, der hat auch eine große Nase. Ich habe auch so eine große Nase, sag ich dir, wie es ist. Ich bin Hexe in Bison. Ausbildung. Hexe in Ausbildung, Azubi. Na, das macht ihr jetzt, das bin ich einer von euch. Oha. Okay, dann musst du aber auch einen Trank tragen.
Ben, nimm einen Trank. Gambo, du musst auch einen Trank nehmen. Sonst bist du keine echte Hexe. Ja, ich bin hier ordentlich am Verzaubern. Die ist heftig im Hexenmodus, Alter. Hatte ja voll die Barze. Ja, hat jemand von euch einen Besen gesehen? Einen fliegenden Besen? Ich brauche einen Besen. Besen? Nee. Ein Ferrari-Besen oder ein Lamborghini-Besen? Ja, das ist mir eigentlich egal. Also, kann auch ein Porsche sein, ist auch in Ordnung. Go. Nee, hab ich nicht. Ich hab letztens einen bei Ikea gesehen. Wenn du den irgendwie mal siehst, oder sag mir Bescheid. Okay, jetzt seid ihr alle vergiftet. Oh nein! Hey. Ich bin Osmolinski! Und ich spreng dein ganzes Haus weg! Woohoo! Oh nein, der Hexenzirkel löst sich auf. Alles ist meine Schuld. Bitte vergebt mir. Gambo, Elina, könnt ihr mir noch mal verzeihen? Ja, wenn du mir einzige... was zu essen gibst. Ja, ich war Hunger. Goldene Karotten, das ist das richtige Essen für Hexen, okay? Ja, ja. Okay. Wir müssen etwas Hexerisches machen. Habt ihr einen Plan? Hast du keine Hexe? Gambo, warum kannst du dich nicht in eine Hexe verwandeln? Was ist ich hab keine Hexe gekillt. Hast wieso hast du denn keine Hexe gekillt? Hier laufen überall Hexen rum. Ich hatte Angst vor denen. Gambo, okay, du musst noch eine Hexe killen. Ansonsten kannst du nicht zu unserem Zirkel gehören, okay? Okay, ich suche eine Hexe. Gambo okay. ist Hexenpraktikant. Praktikant. Okay. Für den Anfang ist es in Ordnung für mich. Aber wir brauchen einen Plan. Wir brauchen irgendwie ein hexerisches Vorhaben. Habt ihr Ideen? Fliegen. Was können wir machen? Oder uns Katzen holen. Oder was machen Hexen noch? Eine Hexenparty. Ein Monster beschwören. Sowas wie ein Warden. Aber den haben wir ja, da haben wir ja schon einen von, der steht ja hier am Spawn. Den habe ich bei mir in der Nachbarschaft, der ist auch sehr schön angenehm laut. Da stehe ich immer morgens am liebsten so auf. Oh, Fabi ist da. Den können wir auch verzaubern. Warte, noch jemanden, den wir erschrecken können. Okay, ich habe leider nur noch einen Trank, also ich brauche eure Hilfe. Ja, ja, wir boxen ihn. Wir benutzen die einfache Hexenmagie. Ja, ja, ich habe hier noch ein Schwert, das ist auch verzaubert. Also das zählt auch als magisches Item. Warte mal, wer von euch ist jetzt Ben? Elina? Ich bin Elina. Du bist Elina. Ich bin Elina. Jetzt weiß ich wirklich nicht, wer Elina ist. Komm mit Elina 1 und Elina 2. Und Gambo, du Lehrling. Hallo. Wo ist Fabi? Ist der in seinem Haus? Der grunzt denn hier immer so. Okay, psch. Nee, ohne mich. Hallo. Wir sind Hexen. Willkommen in unserem Zirkel. Oh, wenn du nicht tust, was wir sagen, vergiften wir dir. Oh mein Gott, ich bin Randale, Alter. Oh, Frank geht daneben. Oh nein. Wir können alle noch einen Trank werfen. Ja, mit der Trankfähigkeit. Ups. Stimmt, mit der Trankfähigkeit. Ja. Oh, er hat sich, glaube ich, hier versteckt. Da! Ich hab noch rein. Mach mal Platz. Okay. Benjamin! Das war's. Ich bin Izzy. Hier war mal auf. Hallo? Ja, hallo. Hat jemand was zu essen? Ich bin Elina, die hungrige Hexe. Ich werde jetzt noch ein paar Tränke brauen. Wir gehen. Wir sehen uns dann. Hallo? Der hat eine besonders dicke Warze hier. Ey! Was ist das denn für ein Zinken? Er wird mal eine große Hexe. Lieber Scholli, ey. Aber ich hab mal gehört, je größer die Warze, desto größer auch die magischen Fähigkeiten. Das hab ich mal gehört. Also ich hab hier eine ganz andere Mission. Die große Warze war es. Oh, die ist einfach zu mächtig. Hatte der Diamanten dabei? Weiß ich nicht. Der hatte ja gar nichts dabei. Er war komplett nackt. Aber warum töte ich ihn jetzt wieder wanted damit? War ja jetzt auch mein Fehler. Zu nüchtern. War ja jetzt auch einfach mein Fehler, dass ich nicht cool war. Gambo, ihr habt mich angeliefert. Hallo, Gambo. Guck mal, Elina, komm mal raus. Ja, Moment, ich koch grad was. Kriegen wir auch was ab? Ich hab... Guck mal. Oh, hallo. Ich bin Dingel. Ich bin Dangel. Zusammen sind wir Dingel-Dangel. Ja. Oh, ja. Oh, warm ist es schön hier, ne? Oh, was war das denn? Ich hab's weggeworfen. Ui. Komm, wir chillen am Lagerfeuer. Okay, Leute.
das hat mich auf eine übertrieben geile Idee gebracht. Und zwar, Leute, es verbünden sich so viele Leute hier auf dem Server. Ne? Ich habe schon gehört, es gibt ein Team Insekten, die Dingeldangel-Brüder, das gibt es jetzt hier noch. Und das Ding ist, ich weiß auf jeden Fall, dass Ebro und Easy noch nicht in einer Gang sind. Und ich habe die Idee gehabt, was wäre, wenn wir einfach eine Schwesternschaft gründen? Das wäre extrem krass. Ich glaube, wir gehen jetzt gleich mal los und besorgen einfach mal einen Tintensack, weil dann können wir ein Buch machen und dann können wir in das Buch reinschreiben. Denn wir müssen ja, Ebro und Easy, müssen wir eine Nachricht irgendwie hinterlassen, dass wir uns mal mit denen treffen wollen. Das ist so eine richtige Nacht- und Nebelaktion hier, sogar mit Regen und so weiter. Da ist ein Tintenfisch. Könnten wir doch einen Tintensack herbekommen. So, und wer, du gönnst jetzt nicht? Jawollski. Ja. 3 Tintensäckchen, das reicht. Also ich hatte mir als Namen erstmal überlegt, die Schwesternschaft, finde ich ganz gut. Ihr könnt natürlich auch noch eure Ideen in die Kommentare reinhauen. Easy hat bedeckt mich mit Diamanten, Alter. Kaum ist sie eine Hexe, schon geht's hier ab. Wir gehen einfach mal, ich meine, wir machen ja eh die Schwesternschaft. Wir gehen einmal kurz zu Ebro, weil uns fehlt eine Feder. Die dürfen wir uns bestimmt ausleihen. Ist auch nur eine. Hier. Sie hat nur 3 Federn, die Arme. Gebe ich ihr zurück. Ebro, wenn du das siehst, gebe ich dir zurück. So, und wir können ein Buch und ein Feder. Oh, wir haben aber nur ein Buch, bin ich doof. Vielleicht können wir uns ja bei Ben schnell ein Buch ausleihen. Eine kleine Feder, eine kleine Spende, eine kleine Feder, bitte. Nur eine kleine, bescheidene. Der hat ja richtig viele Federn, Alter. Da kann er mal eine gönnen. Zack. Und das zweite Buch ist erstellt. Mehr brauchen wir ja auch nicht. Einladung. Hiermit sind Sie herzlich zur ersten Sitzung der geheimen Schwesternschaft eingeladen. Geschlossene Gesellschaft. Kommen Sie nur alleine. Treffpunkt Linas Esstisch. Das kopieren wir, schreiben das alles hier rein. Bam. Okay, dann gehen wir auch sofort zu Easy. Leute, wir verhungern hier am laufenden Band. Ich glaub's nicht. Aber zum Glück haben wir ein paar Kekse von Loro. Leckere Honigkekse. Und ein paar Apples haben wir ja auch. Das reicht. Okay, dann gehen wir jetzt zu Easy rüber. Vielleicht ist sie ja sogar zu Hause. Ist Easy hier? Nein, sie ist nicht hier. Oh, sieht ja schön aus hier. Okay, Leute, wir machen einfach 2 Kisten, weil dann sieht man es ja direkt, dass man eine Nachricht bekommen hat. Das platzieren wir hier oben. So, und dann kommt das Buch hier rein. Okay, okay, und jetzt gehen wir ab zu Ebro und geben ihr auch die Einladung ab. Easy hat mir gerade geschrieben, Elina, du hast deinen Brief in deinem Haus. Du auch? Okay, so, und dann lassen wir das hier für Ebro da. Okay, dann gucken wir jetzt mal, was wir für einen Brief bekommen haben. Hier liegt ein Buch. Hexenclub. Zauberhafte Hexe. Hiermit erhältst du die eine Einladung zum Geheimflugsclub der Hexen. Triff mich heute Nacht auf meinem Grundstück, um ins Clubhaus eingeladen zu werden. Gezeichnet die Meisterhexe. Oh mein Gott. Ich wurde also eingeladen zur Schwesternschaft, nicht wahr? Wir haben uns gegenseitig eingeladen. Okay, also ich finde ja ein Club sehr, sehr gut. Die oh Idee ja, an sich. Ich ja, auch. Ja. Es ist die Hexenschaft. Ja. Die Hexenschwesternschaft. Die Hexenschwesternschaft. Was kannst du mir denn anbieten in deinem Club? Also ich habe für dich diese wunderschöne Wirrpelzrute als Willkommensgeschenk im Club der Hexen. Oh. Ich hoffe, du nimmst sie an. Oh ja, ich nehme sie mit allergrößter Freude an. Oh, ich habe... Wirklich, Was kannst du mir denn bieten in deinem... Ich habe Leuchtbär. Ich habe einen Tintensack. Ich habe Lieder. Oha! Hast du gerade einen ganzen Müll aus deinem Inventar von mir zu nein, bringen? Nein, Müll wäre das hier. Okay, mehr Müll habe ich da gerade nicht dabei. Okay, dann sollten wir vielleicht unsere erste Sitzung abhalten. Oh, ich glaube, dein Esstisch ist besser geeignet als diese Fläche, wo wir nass werden im Regen. Oh ja, wollen wir Ebro auch noch einladen in die Hexenschaft? Ja, Hexenschwester ist... Hat Ebro schon eine Hexe gekillt? Sonst kann sie ja keine Hexenschwester sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das schon einmal gemacht hat. Okay, dann gehen wir mal lieber schauen. Sicher, sicher. Aber das
Empfangs- oder das Einstiegsritual in unsere... Oh, warte, ein Phantom. Oh nein. Oh, oh. Oh, ja, weil du so lange nicht geschlafen hast, Elina. Ja, der Zombie, der hat mich die ganzen Nächte hier massakriert. Ja, pass auf. Also, sie muss natürlich irgendwie das ich kann dieses Wort nicht aussprechen, Initiationsritual schaffen. Aha. Und dazu müssen wir sie mit Tränken bewerfen. Also wäre es gut, wenn du dich auch in eine Hexe verwandelst. Oh ja. Ah, okay. Ich bin hexifiziert. Jetzt, ich habe deinen Brief bekommen. Alter, Bro, lass mal zu Easy gehen. Lass mal zu Easy gehen. Hast du kurz Zeit? Ja, natürlich. Mein Briefkasten, der funktioniert eh noch nicht so gut. Da muss ich noch mal ein bisschen dran werkeln. Schön, dass du gekommen bist. Das freut mich wirklich sehr. Mich auch. Ich fühle mich sehr geehrt. Ja. Wir haben wahrscheinlich eine kleine Namensänderung, weil lustigerweise haben Easy und ich uns zeitgleich in einen Club eingeladen. So, gucken wir mal. Hoffentlich ist Easy da, zu Hause. Easy. Elina. Wir sind die Schwestern. Hallo. Guck mal, ich gebe dir ein bisschen Gold für uns beide. Oha. Crazy. Ja. Easy. Hallo, meine Hexenschwestern. Ja. Weiß Ebro schon Bescheid über unsere Vereinbarung, Elina? Noch nicht. Vereinbarung. Oh, hat sie noch ihre Einladung nicht gelesen? Also doch, hat sie schon. Ich habe sie mitgenommen. Ja, aber ich dachte, es geht Elina, um das... Elina, lass es ihr einfach zeigen, okay? Okay. Wir zeigen es ihr. Ja. Bist du bereit? Ich bin ready. Okay. Ebru, wir sind Hexenschwestern. Oh, ja. Ja. Zeit für das Ritual. Das Ritual! Wir haben uns alle gegenseitig vergiftet. Hey, wo möchtest du vielleicht Mitglied sein im Club der Hexenschwestern? Sehr gerne. Wir freuen uns natürlich, dich mit an Bord haben zu dürfen. Oh ja. In unserer geheimen, finsteren Machenschaft. Was ist eigentlich unsere geheime, finstere Machenschaft? Habt ihr irgendwelche Ideen? Boah. Oh, ich hab da so einige Ideen. Ein kleines exklusives Feuerwerk vielleicht. Oder geheime Sachen. Man muss ja hier für Recht und Ordnung sorgen. Alter, was für eine Vergiftung habt ihr geworfen? Geht's dir gut? Noch 3 Sekunden. Das sind meine Hexentränke. Ich zeig dir irgendwann, wie ich sie braue. Kannst du auch mal zeigen, wie man dieses Ding hier benutzt? Ich hab keine Ahnung, wie mein Briefkasten benutzt. Wir brauchen, Ebro, hast du schon einen Briefkasten? Nee. Ist das ein Briefkasten? Das ist ein Briefkasten. Ich kann dir zeigen, wie der geht, Elina, aber wir müssen Ebro auf jeden Fall noch einen Briefkasten besorgen. Oh yeah. Für die interne Kommunikation hier in unserem Club. Ich erkläre dir das am besten an deinem Briefkasten nachher, Elina. Aber wir müssen Ebro einen besorgen. Wollen wir das vielleicht mal erledigen? Mhm. Ja, also wir müssen die Augen aufhalten nach Nautilus schellen. Okay, ich gehe. Okay. Dann hol ich direkt mein Sachen aus. Ja, ich gehe angeln. Hast du eine schon, oder? Nicht hier, die ist bei mir zu Hause. Aber du hast eine, oder? Nee, ich habe Angeln. Ah, du hast Angeln. Ja. Wir sind wieder Phantome. Ja, wie sich dein Kopf gedreht hat, als du die gehört hast. Da hat jemand nicht geschlafen seit ein paar Nächten, ne? Ja, wer war denn das, Elina? Weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt dran schuld bin. Ich habe aber auch nicht geschlafen seit ein paar Nächten. Vielleicht ist auch meine Schuld. Eine Phantomhaut. Wollt ihr meinen... Warte, kommt mal drunter. Ich zeige euch mal mein geheimes Hexenzimmer, okay? Ja. Aber nicht weitersagen. Geheimes Hexenzimmer? Ja. Geheimes Hexenzimmer. Also wir brauchen auch definitiv ein Clubhaus. Elina, ich wollte dir gerade diese Nachricht hier schreiben. Vielleicht wollt ihr die beide mal lesen. Die wollte ich nämlich... Hier, bitte schön. Nee, das ist nicht... Ach so, ich verwechsel euch. Ich meine, ich hab Wir sehen doch komplett unterschiedlich aus. Ja. Okay, Elina. Wir brauchen nämlich ein Clubhaus. Das ist Elina da, ich nicht. Nee, ich bin das genau. Finstere Nacht, Hexenschwester. Wir brauchen ein Clubhaus. Lasst uns ein Treffen vereinbaren und uns dann zum Ratschlagen. Gezeichnet die Meisterhexe. Wir brauchen ein Clubhaus, weil wir müssen ja irgendwo unsere Treffen veranstalten. Ich meine, ihr könnt ja mal schauen in meinen Keller, wie euch das da gefällt. Mhm. Kommt mal drunter hier, ja. Oh Gott, mein geheimer Hexenkeller. Das ist mein Rabe. Oh, wow. Ja, der führt meine Aufträge. So der freut sich aber mega. Weil er auch magisch ist, der kann auch zaubern. Okay. Hier ist mein Nether-Portal, um meine Zutaten zu besorgen, Krass. Und
Und hier vorne, kommt mal mit rein, hier. Ach so. Das ist, hier, ich bin, ich bin, nein. Ach so, Moment. Nicht in den Lasser. Ebro, bist du in den Lasser gegangen? Nee, warte, Lina? Ja, also, ich glaube, es hat jetzt... Das ist mein geheimes Hexenzimmer. Hier wird gezaubert, gebraut, Netherwarzen angebaut. Kerzen. Ja. Boah, sieht aber anders krass aus. Nehme ich mir was mit. Ja, weil du zum Club der Hexen gehörst. Ja, ich glaube, wir sollten... Ich weiß nicht, gefällt euch der Raum? Wollen wir hier vielleicht irgendwo noch ein Clubhaus bauen? Ja. Kann man hier irgendwie so einen geheimen Gang machen? Irgendwie irgendeinen Knopf drücken, dass da irgendwas aufgeht? Oh, dafür genau, gibt es doch so eine... Nämlich auch. Es gibt doch vielleicht so eine Fackel. Die habe ich gesehen. Ja. Die kann man umschalten. Das hat so ein. Okay. Die hat so ein Geheimnis. Kann man das? Ja, ich glaube schon, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Moment. In dieser Kiste hier vorne könnt ihr euch den ein oder anderen Trank mitnehmen, um unsere Mitspieler schon mal ein bisschen zu vergiften. Perfekt. Oh. Lina, die Kiste hier. Ja. Da in die Kommode, genau. Nehmt euch mal was mit. Ja. Vergiftung kann ich sehr empfehlen, ja. Mhm. Mhm. Okay. Ja, ich habe mich gut ausgestattet. Verbreitet Schrecken auf dem Server. Versetzt eure Mitspieler in Angst, denn das ist unsere Aufgabe als Hexen. Oh yeah. Schwestern. Haben wir Redstone und eine Fackel? Weil ich hab's gefunden. Das ist ein geheimer Schalter. Da, okay, eben, du hast Redstone gedroppt gerade. Ich war noch vorn, wie gesagt. Ich glaub, aus Sticks kannst du die. Warte, ich hab eine Fackel, glaube ich, am Start. Ja. So, Moment, passt auf, ich krieg das hin. Als erstes brauchen wir so eine Fackel. Und diese Fackel verwandeln wir jetzt, Hokus Pokus, in einen geheimen Schalter. Und jetzt haben wir halt keine Tür, aber guck, ist das cool. Wow, das ist richtig cool. Guck mal, funktioniert. Ja. Unglaublich, Elina. Du steigst einen Rang auf in der Hexengemeinschaft. Ja. Und du bekommst dafür... Diese Phantomhaut! Okay, meine Hexenfreunde, dann werde ich alles vorbereiten für unseren geheimen Raum und wir treffen uns das nächste Mal. Ja. Ihre Nasen wackeln so süß, das sieht echt niedlich aus. Hier im Geheimraum, ich danke euch für euren Besuch. Die Sitzung erkläre ich hiermit für beendet. Liebe! Es sei denn, es sind auch Fragen offen. Nee, sind keine offen. Alles super. Keine Fragen. Schöne Ferien! Danke. Moment, wo geht's hier? Da, hier geht's raus. Ich muss erstmal hier wieder unauffällig wieder zurückverwandeln. Ah ja, stimmt. Meiner wäre mir ein Hexenmalheur passiert. Ja. Willst du noch wissen, wie der Briefkasten geht? Ah ja. Willst du uns noch zeigen? Ja, das wäre ganz gut. Okay. Ansonsten kann ich dir nie antworten. Ach, das Benson. Moin, moin. Sein Dach. Hallo. Ich baue mein Dach. Der ist gerade ein Dachdecker. Oha, das sieht gut aus. Wow. Genau, du legst mal oben bei der Snailbox oben rechts diesen Envelope hier rein, den offenen. Jawohl, hab ich. Achso, und dann open. Und dann muss ich den Stempel darauf machen. Und dann? Und du kannst halt Items, glaube ich, noch mit reinlegen. Ah, okay, das probiere ich doch gleich mal aus. Dann schicke ich dir mal deine Eisenklumpen zurück, die ich mitgenommen habe. Okay. Oh mein Gott. Schicke Destination. Man kann das so schicken. Was? Es wird losgeschickt. Jetzt los. War das gerade eine Schnecke? Das war gerade eine echte Schneckenpost. Oh, wie süß. Die ist richtig auf dem Weg gerade zu dir. Cool. Jo, ich frage mich, wie lange das dauert, bis es ankommt. Es dauert, glaube ich, einen Augenblick. Aber es kommt an. Oh, war das nicht. Geh mal nachschauen. Was macht das? Oh mein Gott. Der an der Leine ist, ne? Richtig gemein. Verdammt. Lassen Sie das bitte. Sonst kommt die dicke Bertha zum Einsatz. Alarm! Alter! Okay, ich danke dir, Ebro. Das war's, glaube ich, für heute erstmal. Leute, Gott, oh Gott, war das eine interessante Folge. Wir sind jetzt im Club der Hexenschwester. Das ist richtig krass. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like und ein Abo da. Haut rein, Leute. Tschüssi!